In Teil 6 wollen wir das analytische System erzeugen. Alle Punkte und Linien liegen uns ja nun vor und wir müssen ihnen die entsprechende Intelligenz mitgeben, damit das Ganze in Sophistik berechnet werden kann. Fangen wir an mit den Stützen. Ich nehme mir eine Überschrift und ändere sie ab. Das soll mein analytisches System werden und wir gehen natürlich auf den Kartenreiter Sophistic. Unter Structure finden wir die notwendigen Komponenten. Hier selbstverständlich die Structural Line. Was geht hinein? Wir müssen die Kurven, also die Linien von den Stützen finden. Und wenn ich hier draufklicke, sehen wir, werden die entsprechenden Linien gehighlightet. Das sind also unsere Kurven, die wir benötigen. Hier die Shift-Taste nicht vergessen zu drücken, damit beide hineingehen. Kurven haben wir. Dann wollen wir auch wieder eine Gruppierung vornehmen. Die Gruppierung dient in Sophistic dafür, um mehrere Elemente gleichzeitig anzusprechen. Das kann ganz trivial der Sichtbarkeit dienen, wenn ich gewisse Gruppen ein- und ausschalte. Die Gruppen sind aber auch sehr nützlich, um beispielsweise Lasten aufzugeben, Imperfektionen anzusetzen oder Bauzustände zu steuern. Ich orientiere mich bei den Gruppennummern an den Querschnittsnummern. Querschnitt 1 sind ja die Stützen. Das können wir auch hier direkt mal eintragen. Also Section 1, Querschnitt 1 sind die Stützen und dementsprechend heißt meine Gruppe 10. Und die nächste heißt dann 20, 30 und so weiter. Was haben wir noch? Ja, Local Z Direction, das ist die Ausrichtung der Stütze. Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Das müssen wir dann gleich mal sehen und eventuell abändern, wenn wir das Bild im Animator sehen. Hier können wir Gelenke eintragen. Brauche ich nicht. Ich werde später hier Auflager definieren, aber der Elementtyp, der ist sicherlich noch wichtig. Sie sehen hier die entsprechenden Möglichkeiten, zentrischer Balken, zentrische Stütze, Fachwerkstab, Kabel und so weiter. Und da wir gesagt haben, wir wollen Stützen haben, ist hier der Eintrag Gallenzentrik. Sehr gut. Wir sehen auch in Blau hervorgehoben die jetzt Structural Lines und wir sehen auch, wenn ich das anklicke, mit, dass die Bezeichnung dort auftaucht zur Kontrolle. Das Ganze einmal gruppieren, der Übersichtlichkeit halber, und damit haben wir das erste analytische System schon fertig. Machen wir weiter mit den Rahmenriegeln. Dazu kopiere ich mir den ganzen Block, setze das hier neben ab und ändere die Überschrift in Analytical System Whaler ab, also die Riegel. Ja, die Stützen gehen hier natürlich nicht herein, deswegen sage ich Disconnect und wir müssen jetzt die richtigen Linien finden. Hier sehen wir, das sind die Riegel auf der einen Dachseite und das sind die Linien auf der anderen. Also brauchen wir genau diese Komponenten, die wir hier hineinstecken. Dann müssen wir natürlich die Gruppenbezeichnung umändern. Wir gehen auf Gruppe 20 und der Querschnitt, das ist der Querschnitt 2, den wir vorher angelegt haben. Der Elementtyp
ist dementsprechend beamcentric. Mit OK bestätigen. Und wenn ich hier draufklicke, sehen wir das auch. Es wird entsprechend wieder bezeichnet und man sieht übrigens auch immer das lokale Koordinatensystem hervorgehoben. Weiter geht es mit dem Traufe-Profil. Auch hier kopiere ich mir diesen kompletten Block und ja, gehe ich mal hier rauf und schiebe das Ganze mal ein wenig, damit wir mehr Platz haben. Die Traufe finden wir ja hier oben. Zunächst mal wieder die Bezeichnung korrigieren. Also Eaves für Traufe. Die Kurven disconnecten. Und jetzt nur noch die richtigen auswählen. Hier sehen wir, das ist die eine Seite und hier kann man gut kontrollieren, das ist die andere Seite. Das sind unsere Kurven. Haben wir reingesteckt. Die Gruppe ist entsprechend die 30. Querschnittsnummer ist die 3. Der Elementtyp ist in Ordnung. Ja, jetzt können wir hier zum Beispiel Gelenke setzen. Das soll durchaus von meiner Seite ein Durchlaufträger sein, aber am Anfang und am Ende, wenn wir da beispielsweise ein Gelenk anordnen wollen, können wir das tun. Hier ist beschrieben, was dort einzutragen ist. Ich will ein MY Moment freisetzen, also eine MY-Gelenk setzen und trage das einfach hier ein am Anfang und am Ende. Das ist unser Traufe. Weiter geht's mit dem First-Profil. Da sind wir ja schon hier an der Stelle richtig. Auch da wieder einfach kopieren. Absetzen, dann die Überschrift anpassen, Rich als First, die alten Kurven löschen oder Disconnect, All sagen und ja, hier ist ja schon unser First, da sehen wir es hervorgehoben, geht hier hinein. Gruppe 40, Querschnitt 4. Auch hier können wir die Gelenke am Anfang und Ende so eingestellt lassen und der Elementtyp ist auch korrekt. Machen wir weiter mit Nummer 5, das sind die Sparren. Also wieder kopieren. Ordne ich hier an. Bezeichnung abändern. Kurven entkoppeln. Und die richtigen Kurven finden. Und da sind wir hier schon richtig. Hier sehen wir, das sind die auf der einen Seite und das sind die auf der anderen Seite. Die werden wir hier also hineinstecken, dann die Gruppennummer ändern, 50, Querschnitt haben wir Nummer 5 gesagt. Die Gelenke können wir auch hier wieder eingestellt lassen und der Elementtyp ist auch korrekt mit Beam Centric. Was hier sicherlich gleich noch ein Schritt ist, den wir machen müssen, ist die Angabe Local Z, weil wir hier uns in einer Dachschräge befinden und so wie es jetzt eingestellt ist, würden die Profile
ja, mit der Z-Achse senkrecht nach unten zeigen, aber sie sollen natürlich sich mit der Dachneigung ändern. Das werden wir gleich überprüfen, wenn wir das einmal visuell kontrolliert haben. Machen wir weiter mit dem analytischen System der Diagonalen. Da gehen wir hier runter, das passt genau dort hinein. Beschriftung ändern. Dann wieder diese Kurven entkoppeln und hineingehen natürlich jetzt genau hier diese vier Kreuzungen. Einmal, zweimal, dreimal, vier und hier auf der anderen Seite genauso. Dann ändern wir wieder die Gruppe ab auf 60. Querschnittsnummer ist die 6. Ja, hier ist es jetzt nicht sinnvoll, ein Gelenk einzustellen, weil das wollen wir über den Elementtyp handhaben. Hier gibt es Cable Single Element. Wir wollen einzelne Elemente haben und als Elementtyp Kabel. Also Seil, Single Element. Und nun kommt noch ein Punkt, den wir über den User-Text handhaben können. Da geht es nämlich darum, ob die Diagonalen sich in der Mitte treffen sollen. Kann es ja auch geben, dass man das möchte. Ich möchte hier, dass sie sich nicht treffen, sondern wir jeweils ein Element, wirklich nur ein einziges Element von dem unteren zum oberen Punkt jeweils haben. Wie geht das? Ich nehme hier das Handbuch Sophie Mesch hinzu und wir sind ja dabei, eine Strukturlinie zu beschreiben und wir sind deswegen hier im Handbuch Kapitel 5, 6 SLN, das ist die Strukturlinie. Und dort finden wir die Möglichkeit, die Verschneidungseigenschaften zu beeinflussen. Hier mit dem Kennwort XFLG. Und zu XFLG finden wir dann hier unten die Beschreibung. Wenn wir dahinter dann angeben mit PLA, ob diese Strukturlinie, über die wir reden, unterteilt werden soll an anderen Strukturpunkten, an anderen Strukturlinien und auch wenn die Linie Strukturflächen trifft. Und ich möchte weder P noch L noch A, also ich will, dass die Linie nie unterteilt wird und deswegen müssen wir genau diese Steuerwörter jetzt hier reinschreiben. Also ein Panel und wir schreiben hinein X, F, L, G und dann eben keine Punkte, keine Linien, keine Flächen sollen meine Strukturlinie verschneiden, unterteilen. Das ist über den User-Text hier ja sehr schön zu beeinflussen. Damit haben wir alle Strukturlinien beschrieben. Jetzt fehlen nur noch die Auflager. Und dafür brauchen wir wirklich ein anderes Element, eine andere Komponente, nämlich hier den Sophistic Structural Point. Machen wir eine Überschrift. Analytical System
Supports. Welche Punkte sollen es sein? Es sind natürlich die Punkte hier unten. Hier sehen wir sie hervorgehoben auf der einen Seite und das sind sie auf der anderen Seite. Also diese Punkte sollen unser Auflager werden. Einmal diese und Shift-Taste drücken diese. Nun wollen wir auch sagen, wie die Auflager festgehalten sind. Hier sehen wir den Hilfstext und wir können durch die Eingabe von P die Translation und von M die Rotation behindern. Deswegen, wenn wir jetzt hier X, Y, Z festhalten wollen, müssen wir eben PX, PY und PZ schreiben. Und das tue ich. PX, PY, PZ, also Festhaltung in alle drei Richtungen. Wenn ich hier ranzoome, sieht man auch das entsprechende Symbol, was wir dazu passend erwarten. Dann will ich das auch einmal gruppieren. So. Damit haben wir das analytische System beschrieben. Ja, wir machen im nächsten Video dann noch einen Eigengewichtslastfall und erstellen dann die Sophistic-Dateien, um das Ganze im SSD auch uns anschauen zu können und berechnen zu können natürlich. Und dann werden wir hier noch wahrscheinlich die ein oder andere kleine Änderung vornehmen, um die Profile eventuell in die richtige Richtung zu drehen, beziehungsweise mit dem Dach entsprechend zu verändern. Das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal.